Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Sentimentale Musik Start. Heute gibt es etwas ganz Besonderes für euch. Ihr merkt es schon. Es hat was mit ja, dem Item zu tun. Ihr hört schon, hier ist Musik mit eingebaut. Musik aus der YouTube Audio Library. Es gibt, glaube ich, einen Track, der Coffin Dance ist. Allerdings muss ich den heute für das Video muten. Ansonsten sollte alles soweit klappen. Wir sind in Folge 14 eurer Einsendung und von Perfect Wishmob, so heißt er zumindest in Minecraft, von Joa wurde eingesendet, eine interaktive Geschichte. Und da muss ich echt mal aufhorchen, denn sowas in Minecraft ist natürlich was ganz Besonderes. Es gibt ein Texture Pack und das fügt dem Spiel Sounds dabei und ich bin wirklich neugierig, was uns hier erwartet. Also, ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß mit der Geschichte Mose. Es scheint, als würden wir hier hochgehen müssen. Was wir auch einfach mal tun. Was erwartet uns hier? Ein Israel-Gefühl ignorieren. Wir helfen selbstverständlich. Danke, dass du mir geholfen hast. Gerne. Aber jetzt ist dein Leben in Gefahr. Möchtest du fliehen? Verschwinde besser von hier, bevor der Pharao es mitbekommt. Bäh, ist mir doch egal. Ich fliehe nicht. Oh. Er hat's mitgekriegt. Jetzt ist der Pharao böse. Okay, jetzt sind wir leider. Möchtest du die Wache niederschlagen und fliehen? Ich bin Pazifist. Nein. Ups. Schlechtes Ende. Okay, das war ein bisschen schnell. Okay, das ging ein wenig sehr schnell. Wir müssen im Game of Adventures sein. Halleluja. Okay. Gut, Neustart. Dann los geht's. Von vorne. Viel Spaß mit der Geschichte, Mose. Wir helfen wieder. Danke, dass du mir geholfen hast. Gerne. Aber jetzt ist dein Leben in Gefahr. Also verschwinde besser von hier. Der greift dich immer noch an. Mitbekommt. Okay, ja, ist okay. Wir verschwinden. Okay, System. Laufen, gehen, überspringen. Wenn du weißt, folge dem Beacon. Wir überspringen das Gehen und teleportieren uns direkt dorthin, wo wir hinwollen. Das geht halt ein bisschen schneller. Wo schick ist es an der Brücke? Gut, wir sind in einem Dorf angekommen. Wir sind gerade geflohen. Wir haben jemandem geholfen. Hey. Hi Mose, was kann ich für dich tun? Ach, ich bin Mose. Bitte hilf mir. Wobei soll ich dir denn helfen? Die Ägypter sind hinter mir her. Oh nein, aber du kannst gerne bei mir wohnen. Ich hoffe, sie finden dich nicht. Dankeschön, das ist mega. Ein Jahr später. Möchtest du auf den verbotenen Berg gehen? Nein. 50 Jahre später. Oh nein, nicht schon. How it should have ended. Mose, möchtest du auf den verbotenen Berg gehen? Nö. Okay, tschüss, Ende. Oh Gott, nein. Zur Flucht. Okay, wir fliehen nochmal. Möchtest du fliehen? Ja. Yep. Gut, wir überspringen das Gehen und sind wieder hier. So. Alter, es ist super gut gemacht, wirklich. Hi Mose, was kann ich für dich tun? Hilf mir. Wobei soll ich dir denn helfen? Spaß. Ich habe gerade Besseres zu tun, also vergeude meine kostbare Zeit nicht. Oh. Okay, nochmal. Hi Mose, was kann ich für dich tun? Wollt mal vorbeischauen. Schön, dass du da bist. Du siehst so besorgt aus. Ist irgendwas? Ach Quatsch. Ich habe gerade Besseres zu tun, also vergeude meine kostbare Zeit nicht. Bäh! Bäh! Ete petete! Ja, bäh! Da! So. Hi jetzt Mose, was kann ich für dich tun? Hilf mir. Wobei soll ich dir denn helfen? Die Ägypter sind hinter mir. Oh nein, aber du kannst gerne bei mir wohnen. Ich hoffe, sie finden dich nicht. Danke. Ein Jahr später. Möchtest du auf den verbotenen Berg gehen? Okay.
Okay, dann muss ich jetzt hochgehen, was? Alter, interaktive Geschichten sind so aufwendig zu machen, Leute. Ich weiß das und ich kann das hundertprozentig sagen. Ihr müsst nämlich jeden Fall durchdenken. Und ich finde das super krass gemacht, dass hier die Morse-Geschichte interaktiv umgesetzt worden ist in Minecraft. Das hat auch noch einen richtig coolen pädagogischen Aspekt. Das heißt, ihr könntet diese Map theoretisch mal im Religionsunterricht zeigen, Leute. Das ist schon wirklich cool gemacht. Man kann natürlich ein bisschen trollen, aber wenn wir die ernsthaft durchspielen, dann ist das schon ziemlich cool gemacht. So, jetzt kommen wir oder gehen wir auf den großen Berg. Okay, krass, Leute. Es gibt hier ein paar kleine technische Probleme, die wir jetzt gerade noch mal kurz gelöst haben. Der Busch hat gerade, vielleicht habe ich es euch noch gezeigt, aber mit dem Ton gibt es da gerade ein paar Schwierigkeiten, gebrannt und uns gesagt, was zu tun ist. Wir haben den Stab, den Musikstab erhalten und die Frage bekommen, ob ich zum Pharao gehen möchte. Ja. So, okay, wir sind angekommen beim Tempel. Da ist der Pharao. Oh, großes Tor. Was führt dich zu mir? Du hast eine fürchterliche Stimme. Ich hab Hunger. Dann bedien dich an unserer Speisekammer. Danke. Okay, nochmal. Lass das Volk gehen. Nein, das darf es nicht. Wie? Gott will sonst Ich eingreifen. glaube dir kein Wort. Und die Plagen kommen. Genau, die erste Plage, Wasser, Blut. Zweitens die Froschplage. Oh! Stechmücken und Ungeziefer. Was? Viehpest. Hallo Aaron. Ich glaube, der folgt mir. Rotgeschwüre. I. Aaron. Hagel. 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Aaron, Finsternis. Möchtest du die letzte Plage machen? Ja, natürlich. Gerne. Oh. Okay. Aber steht tatsächlich so. Ich glaube, das ist auch wirklich so in der Bibel drin. Also, es ist die Story, die sie überliefert worden ist. Eieiei. Also, ah ja. Jetzt geht's weiter. Aaron. System. Gehen, überspringen. Jetzt kommen wir zu der Szene, wo das Meer geteilt wird. Okay, ich bin gespannt. Drücke 1. Oh, der Stab macht es. Krass. Ah, da wäre gerade der Coffin Dance gewesen. Okay, an der Stelle, wo wir gerade den Sarg gesehen haben, wäre der Coffin Dance gewesen. Eieiei. Mit Humor wird aber hier auch gearbeitet. Es ist eine ernste Geschichte, tatsächlich, Leute. Wenn ihr euch das mal anguckt, das ist schon heftig, muss ich sagen, wenn man sich diese. Alter, ist das laut. Okay, Stab. Nein! Schlechte Idee! Ah! Stab an. An dieser Stelle ist eins klar. Ich bin der schlechteste Mose aller Zeiten. Stab, mach was! Ich hab den Stab losgelassen! Mach was, Stab! Oh. Da sieht man, das ist nicht leicht, Leute. Man kann halt Fehler machen. Geschafft! Und das ist das True Ending. Ja, Mann. Alter Verwalter, Respekt, 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 Respekt. Das sowas in Minecraft umzusetzen. Sowas? Sowas in Minecraft umzusetzen, ist sowas von aufwendig. Das sieht jetzt nach wenig aus, Leute, aber da steckt viel mehr Arbeit hinter, als ihr denkt. Das ist Widescreen. Mehr passiert hier nicht, ne? Da ist ein Knopf. Danke fürs Spielen. Okay, sehr, sehr geil gemacht, Leute. Witzige Idee, wie man das, also wie das umgesetzt worden ist. Ich habe immerhin 3 Versuche gebraucht, die Story richtig durchzuspielen. Probiert es gerne selber aus, Leute.
Schaut euch das gerne selbst nochmal in Ruhe an. Sehr, sehr nice Sache an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich einige Sounds und Songs hier auf YouTube nicht abspielen kann. Aber wir wollen da jetzt auch nicht das Content-ID dieses... Alter, Aaron, was ist wrong mit dir? Aaron, lass es sein! Ah, er verfolgt mich! Okay, er hat mich in Ruhe gelassen. So, ja, also ziemlich, ziemlich krasse Sache. Ich habe das Gefühl, dass er mich immer noch verfolgt. Ah!